Filmkulisse Forst. Das Lusatia Filmteam plant nach seinem Projekt Ein Feuerwerk für die Kleinstadt einen weiteren regionalen Film. Die Dreharbeiten sollen im Spätsommer 2025 diesmal in Forst stattfinden. Das Drehbuch wird von einer Mutter-Tochter-Geschichte in den 90ern erzählen. Für die Drehbuchentwicklung sind die Einwohner der Kreisstadt angehalten, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Am 28. Mai um 18 Uhr ist ein offener Austausch im Restaurant Rosenflair im Forster Rosengarten vorgesehen. Rosige Aussichten. Im ostdeutschen Rosengarten Forst werden wieder die Rosengartenfesttage veranstaltet. Vom 28. bis zum 30. Juni kann man nicht nur die eindrucksvollen Themengärten erleben, sondern auch romantische Gartenmusik und eine einzigartige Akrobatik sowie die Schnittrosenshow. Ab 13 Uhr wird zur kostenlosen Parkführung und um 19 Uhr zum Rock Open Air eingeladen. Das Highlight der Veranstaltung ist die Nacht der 1000 Lichter am Samstag. Rennen für das Riff. Der 13. Charity-Lauf der IG Wohnen steht an. Am 6. Juli kann jeder ab 10 Uhr im Spreeauenpark für eine Spende an den Tierpark Cottbus laufen. Die Gelder werden dieses Jahr für ein Korallenriff-Aquarium gesammelt. Die Startgebühr beträgt 1 Euro. Jeder teilnehmende Läufer hat bis 13 Uhr als Dankeschön kostenlosen Eintritt in den Tierpark Cottbus. Anmelden könnt ihr euch bereits, und zwar unter ig-wohnen.de.